Schmenzi, Leute, gibt es mal wieder etwas Spannendes zu tun und deswegen dachte ich, vlogge ich das Ganze. Und zwar gehe ich in das YouTube Space Berlin. Ich habe zwar noch keine 1000 Follower, aber man kann sich dabei Workshops anmelden und da braucht man gar nicht so viele Follower, weil ich habe ja sagen hatte 43. Vielen, vielen Dank dafür. So, und deswegen laufe ich jetzt gerade zu diesem YouTube Space Berlin. Soll ich vielleicht auch sagen, worum es geht? Es geht um Anfänger. Es ist ein Anfänger-Workshop, um mit Premiere Pro zu schneiden, also Schnitttechniken zu lernen. Und ich dachte, das ist ja nicht schlecht. Ich habe zwar noch kein Premiere Pro oder sonst irgendwie professionelles Werkzeug. Ich benutze jetzt nur iMovie. Das kann ja auch schon sehr, sehr viel. Und ich dachte, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, da was Neues zu lernen. Und sneaky-mäßig in dieses YouTube-Space reinzukommen. Wir sehen uns dann da drin wahrscheinlich wieder. Ich habe es reingeschafft. Man musste sich erst noch anmelden. Das habe ich gemacht. Und jetzt warte ich noch ein bisschen in der Lounge und das ist eine Art Küchenteile. Die sieht richtig cool aus. Tada! Ne? Scharf, genau. Kann man sich Getränke nehmen. Wir haben jetzt gerade eine kurze Pause von unserem Workshop. Es geht ja um Videoschnitt quasi mit Premiere. Oh, mal ganz interessant ist auch in einem anderen Programm zu sehen, wie man dann schneidet und ein paar neue Leute kennenzulernen. Die Toilette hat nämlich einen PIN-Code. Und wenn man den nicht weiß, dann immer Pech, ist man auf Klo eingeschlossen. Hallo! Hallo! So, da bin ich wieder. Also, der Workshop ist jetzt geschafft. Ich bin ein bisschen früher gegangen. Ich habe extrem krasse Kopfschmerzen bekommen habe. Und deswegen dachte ich, okay, gehe ich mal ein bisschen an die frische Luft. Genau, das war ganz cool, das Ganze mal zu sehen. Vor allen Dingen die Fragerunde rund um YouTube selber hat mir sehr gut gefallen. Ja, dass man da halt ein bisschen Fragen stellen konnte. Was ist ein Netzwerk? Und worauf muss man bei Analytics zum Beispiel achten und so weiter und so fort. Das war schon ziemlich cool. Freue ich mich, wenn ich dann bald zu Hause bin, das nochmal alles so quasi durch den Kopf gehen lasse und gucke, was ich davon umsetzen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt doch einen Daumen hoch, wenn ihr es gefunden habt. Boah, es ist schweinekalt gerade in Berlin, ja? Sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Fancy-Schmerzy-Video wieder. Also, bye, bye.